Ich lasse einfach einmal laufen, die Kamera. Gell? Laufen, dann kommt schon was. Könntest du mal runterkommen nach dem Rennen? Genau. Ich mach kein Foto. Das Foto kannst du machen. Das Video. Okay, okay. Das Video läuft schon. Das Foto, das Video läuft schon. Okay. Das Foto da her, oder? 3, 2, 1. Perfekt. Alright, jetzt zum Interview. Also, Ladies first, Nada, wie war das Rennen? Gib uns einen kurzen Überblick. Genau, also mein Plan war, dass ich das Rennen von Anfang an zügig mache und durchziehe, sodass es für die Sandrina und die anderen Österreicherinnen möglichst schnell hart wird. Also ich habe dann gehört, dass die Sandrina ja sehr laut geatmet hat, deswegen habe ich gewusst, okay, es passt schon, sie kann ja ruhig hinter mir bleiben, weil sie ist schon ziemlich am Anschlag. Was ich nicht gehört habe, ist, dass die Tschechin auch noch dabei ist, dass sie hat sich sehr schön im Hintergrund gehalten. Und mein Fehler war, dass ich wahrscheinlich in der letzten oder vorletzten Runde schon viel früher einen Zwischensport hätte einlegen müssen, so dass ich es nicht auf den Endspurt einkommen lasse, weil genau der Endspurt von einer 407-Läuferin ist ja doch bekanntlich nicht schlecht. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht komme ich nochmal an sie ran. Das habe ich sogar bis zur Kurve noch gedacht und dann bin ich bei der Kurve ein bisschen ausgerutscht und habe gemerkt, okay, jetzt geht es nicht mehr aus. Aber sonst, abgesehen davon, bin ich sehr zufrieden mit dem Rennen. Vielleicht hätte ich noch jemand anderen einmal führen lassen sollen, um mich dann reinzuhängen. Aber jetzt ist es so gelaufen, es passt schon und jetzt werden wir am Zielspurt sicher arbeiten. Gibt es noch irgendwelche Wettkämpfe bis zu den Europameisterschaften? Also es gäbe die Option, Tilburg zu laufen, aber ich muss es nicht laufen, weil ich mich hier qualifiziert habe. Insofern würde ich sagen, ich nutze lieber die 2 Wochen ordentlich zum Trainieren noch, sodass ich wirklich nochmal eine hohe Woche machen kann mit vielen Kilometern. Das würde jetzt anstehen. Für mich sind 130 schon eine hohe Woche. Und das würde ich eigentlich lieber machen, sodass wir schon ordentlich reintrainieren, jetzt auch noch 2 ordentliche Krafteinheiten machen, sodass ich wirklich gut gerüstet bin für die Europameisterschaft. Weil Tilburg ist ja schon so, dass man ist ein hartes Rennen, da müsste man nochmal rausnehmen. Und das macht jetzt nicht wirklich Sinn für mich. Genau. Richard, bei dir lockerer Sieg in Österreich, oder? Ja, hat mir sehr gut gefallen, hat sich natürlich auch ergeben für mich. Ich habe eben einen Crosslauf gesucht, direkt nach dem Höhentrainingslager. Und da hat sich Salzburg angeboten natürlich. Erstens natürlich nicht so weit weg. Zweitens hat Nada hier die Quali, war auch ein EAA-Cross-Sportfest, das heißt, man wusste auch, da kommt international Konkurrenz her, eben haben wir hier aus Schweden und auch eben aus den osteuropäischen Ländern, die haben auch am Anfang richtig Druck gemacht, also es war eben schon international, das hat mir schon gut gefallen und hat natürlich wirklich viel Sinn gemacht, weil in Spanien, das wäre doch wieder eine Reise gewesen mit Flugzeug, das wäre eher schwer gewesen und ich habe mich jetzt hier gut reingefunden, bin sehr, sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Also besser, als ich jetzt vornherein gedacht habe. Ja. Das heißt, du wirst voll angreifen bei den Europameisterschaften. Was rechnest du dir aus? Ja, genau. Ich muss mich ja schon qualifizieren. Ich muss in Tilburg laufen, die Top 10 erreichen. Ist nicht immer ganz einfach, weil es kann ja immer was mal dazwischen kommen. Ich muss nächste Woche ganz anders laufen. Also da mache ich nicht so ein Spielchen wie heute, sondern da muss ich mich schon lange reinfinden. Und ich denke, dann splittet automatisch irgendwann ins Feld. In Tilburg ist es wirklich immer wahnsinnig schnell und zwar komplett eigentlich die 10 Kilometer durch. Ist eben noch mal ein bisschen länger als hier. Wird schon eine spannende Sache, aber ich bin da eigentlich gut drauf und denke, dass das für mich schon erreichbar wird. Aber ich meine, es spielt sich halt alles innerhalb von 10, 20 Sekunden ab, die Top 10. Und das ist schon auch Tagesform-Sache, deswegen wird schwierig. Aber wenn es alles ganz gut klappt, dann nehme ich mir auch für die Cross eben natürlich hohe Ziele vor. Top 10 ist natürlich immer mein Anspruch, sage ich mal. Meine Bestplatzierung war Platz 7. Gibt auch eine Urkunde, deswegen ist Top 8 natürlich immer sage ich mal, was Ideales. Allerdings natürlich auch 2 Bronzemedaillen habe ich schon. Da gibt es noch andere Medaillen, die ich gerne hätte. Deswegen, ich gehe immer schon mit großen Ansprüchen rein. Was sich dann ergibt, das sieht man dann dort. Aber ja, ich bin guten Mutes. Großer Anspruch, 9-mal Titel wie Sergej Lebit, oder? Ja, und was natürlich schön ist, jetzt mit Nada das erste Mal international auch im Wettkampf teilzunehmen, das war auch dann noch, ist eben ein Wunsch, deswegen muss ich mich richtig mal reinhauen nächste Woche noch, ne? Genau. Beide einander stolz. Ja, aufeinander. Auf jeden Fall. Alles klar. Ja. Vielen Dank.